15 Monate später ist es soweit. Die Vertreter der beiden Gruppierungen treffen sich am Münchner Stachus in einer stadtbekannten Hähnchenbraterei. Es ist 10 Uhr abends, als 7 Muslime einen Verein mit Namen Moscheebaukommission gründen. Erster Vorsitzender ist Said Ramadan, erster Imam wird Nureddin Namangani. Der Name ist Programm. In München, der heimlichen Hauptstadt der deutschen Muslime, will die neue Organisation eine Moschee errichten. Freistaat und Bund unterstützen das Projekt eines islamischen Gotteshauses politisch. Bis heute unbekannt, im August 1960 reist Said Ramadan mit einem Vertrauten in den Nahen Osten. Er will Geld sammeln für das Moscheebauprojekt. Höchste Würdenträger der arabischen Welt, wie der König von Saudi-Arabien, empfangen ihn und seinen Begleiter. Ohne es zu wissen, handelt Ramadan dabei auch im bundesdeutschen Interesse. Ganz bewusst will sich die Bundesrepublik mit der Moschee als islamfreundliches Land präsentieren. Plan vom deutsch kontrollierten Staatsislam scheitert. 1960 holt Theodor Oberländer seine NS-Vergangenheit ein. Nach einer von der DDR inszenierten Kampagne muss er zurücktreten. Als es in der Moscheebaukommission zum offenen Streit kommt, treten die sogenannten Flüchtlinge geschlossen aus dem Verein aus. Zurückbleiben einzig die jungen, frommen Muslime um Said Ramadan, den weltgewandten Muslimbruder. So hat Ramadan seine Studenten um sich gesammelt, die natürlich im totalen Gegensatz zu diesen entspannten, was Islam betrifft, Flüchtlingsmuslimen standen und die dann sehr hart die Zügel an sich gerissen haben und einen Scharia-Islam nach Muslimbruder-Ideologie durchsetzen wollten. Hauptimam Nureddin Namangani zieht sich in seine weiterhin mit deutschen Steuermitteln finanzierte geistliche Verwaltung zurück. Auch andere Gründungsmitglieder der Moscheebaukommission kehren der Politik den Rücken. Darunter Hassan Kasayeb. Ja, vielleicht, ich kann Ihnen zeigen, erst meine Kollektion an Wand. Und hier vielleicht ein schönes Stück von Buchara. Oder wollen Sie vielleicht von Persien haben oder Turkmenistan? Als Ende 1963 Professor von Mende überraschend stirbt, reißt das Band, das die Muslime der Freiwilligenbewegung mit der deutschen Politik verknüpfte. Die Akten verschwinden in den Archiven. An der Wallnerstraße im Norden Münchens, am Fuß der Müllhalde, entsteht ein islamisches Zentrum, eine Moschee und ein Studentenheim mit 20 Plätzen. Und so entsteht aus dem fehlgeschlagenen Bonner Geheimprojekt, entgegen allen Planungen, die Keimzelle des politischen Islam auf deutschem Boden. Aus der Moscheebaukommission wird die selbstbewusste islamische Gemeinschaft in Süddeutschland. Dem zahlenmäßig kleinen Verein gehören vor allem weltgewandte junge arabische Intellektuelle an. Männer, die nie am Bonner Gängelband hingen. Sie haben sich sehr frühzeitig gelöst von irgendwelchen traditionellen nationalistischen Bindungen, sondern getreu ihrem Motto, der Islam, die Umma, die Gemeinschaft aller Muslime, ist Europa Teil ihres Weltgebildes, Teil des Islam. Und insofern konnten sie sich auch viel besser vernetzen als jetzt andere muslimische politische Organisationen, die doch sehr stark ans Herkunftsland gebunden waren.